ja weit über die übrigen Gebäude. Ah, hier rechts, schön zu erkennen. Ja, liebe Gäste, rechts werden wir schon erwartet am Ufer. Sommer wie Winter, wenn wir hier vorbeikommen, und zwar von dieser bronzenen Figur hier rechts. Ja, aufgestellt zum Gedenken an den ersten deutschen Rundfunksprecher Alfred Braun, und der hatte damals seine Radiosendungen hier in Berlin immer begonnen mit den Worten: Achtung, Achtung, hier spricht Berlin. Vielleicht kann sich noch jemand von Ihnen daran erinnern, dann weiß ich auch ungefähr, wie alt Sie sind. Ah ja, brauchen sich ja keiner heute. Ist ja auch schon ein paar Tage hier. Ah, da hinten einer. Ja, links haben wir Kraftwerk Charlottenburg, über 100 Jahre Betrieb gewesen, 1901 eröffnet, heute unter Denkmalschutz gestellt. Schöner alter Industriebau, der hier am Ufer der Spree steht. Ja, auf dem Gelände, da gab es mal einen sehr großen, sehr breiten, sehr hohen Schornstein, den wollte man damals sprengen bei der Stilllegung. Das hat man sich dann doch überlegt. Aus Sicherheitsgründen hat man ihn dann doch lieber abgetragen. Der war aus Ziegelstein gemauert. Von oben nach unten wurde der dann wieder abgetragen. Die Sprengung hielt man für zu gefährlich. Ja, dann haben wir hier den Siemens Steg, kleine Fußgängerbrücke, benannt nach Werner von Siemens.